Du bist im Bereich Brandmeldeanlagen unterwegs. Irgendwie in der Montage, in Betriebnahme, in Betriebssetzung, irgendwas, Planung, Projektierung. Weißt du, was du machen musst? Verantwortliche Person. Für Brandmeldeanlagen nach DIN 14675. Wie werde ich denn das? Pass auf, habe ich die Lösung für dich. Du meldest dich zur Schulung an am 28. bis zum 1. März. Das sind nicht 2 Tage, wir haben ein Schaltjahr, das sind 3 Tage. Die Prüfung ist in der Woche drauf. Nehme ich mal den. 5. oder 6. 3. Da suchst du dir einen Termin raus. Egal, wurscht. Aber vorher die Schulung verantwortliche Person. Und jetzt kommt der Megatipp. Wir haben nämlich direkt davor eine Grundlagenschulung. Grundlagenschulung der Brandmeldetechnik. Warum ist die wichtig für dich? Weil in der Grundlagenschulung machen wir bereits die erste Planungsprojektierungsaufgabe. In der Schulung verantwortliche Person machen wir 2 Planungsprojektierungsaufgaben. Da musst du drin fit sein. Dazwischen hast du ein Wochenende und kannst in der Geschwindigkeit, wie du willst, nochmal alles durchgehen. Was gehen wir insgesamt durch? Natürlich AGE DIN 14675, den Prüfungsfragenkatalog und natürlich Planungsprojektierungsaufgaben, so wie ich es gerade gesagt habe. 2 Tage Grundlagenschulung, 3 Tage verantwortliche Personenschulung und danach 1 Tag Prüfung, 2 mal 90 Minuten. Das ist anspruchsvoll, aber mit der Schulung schaffst du das, ganz gewiss. Melde dich an.